ihr da jetzt seht, die sind jetzt erst 2 Tage alt. Also, pass mal auf, wie das Endergebnis ist. Ihr werdet überrascht sein. Ich benutze jetzt hier ein Stück Schweinenacken. Der ist ja auch schön fett, deswegen benutze ich auch sonst nichts mehr. Das Fleisch tue ich jetzt ganz klein würfeln, weil das Besondere daran an der Salami ist, dass das gekudert wird in der Küchenmaschine. So, das tun wir mal schön verteilen gleichmäßig. So, unsere ganze Gewürzmischung mache ich jetzt hier rein. Zucker, Knoblauch. Dann hier habe ich Pickelsalz und unser Paprika. So, das ist auch schon alles. Was ich jetzt dazu mache, noch ein wenig Rum. Also ich habe jetzt hier einen dominikanischer Brugal Rum. Der ist übrigens sehr gut für pur zu trinken und schmeckt auch super als Cuba Libre. Also was ganz Feines. Dann mache ich schon mal so 2 Schluck rein. So, das verrühre ich jetzt mal ein bisschen, dass das alles schön vermischt ist. Dann gibt es dann mal hier drüber. Mit der Hand mal schön Vormenge, bevor es dann gekudert wird. Und dann tun wir das mal ankudern. Also wir lassen das jetzt erstmal bis ein paar Runden ganz langsam laufen. Und dann nachher machen wir es ein bisschen schneller. Und dann beobachten wir das, wenn das gewünschte Größe hat. Und dann stoppe ich das. Erstmal auf kleine Stufe. So sieht es jetzt aus. So, und jetzt machen wir es ein bisschen schneller. So sollte das jetzt gut sein. Das werden wir sehen, wie es wird. Jedenfalls hat es eine gute Bindung, man sieht schon. Und das ist sehr wichtig. So, Därme haben wir gewässert. Eine halbe Stunde. Das ist jetzt Rinderkranzdarm. Also ich habe die Sau gern. So. Da mache ich gleich mal schon hier ein paar Löcher rein. Das ist jetzt ganz stramm abgefüllt werde. Aber das darf nicht so stramm sein, dass es dann auch gleich platze. Also da müsst ihr schon ein Gefühl entwickeln davor. Also ich sehe mal schon, das geht schon ganz, ganz gut. Also das sieht mal schon ganz, ganz gut aus. Muss es sehr stramm gefüllt sein. Ich sag mal kurz vorm Aufplatzen. So, und das binden wir jetzt noch mal schnell ab. Ich habe alles schon vorbereitet. Das war schon die erste, die ist schön hart, schön fest, es ist keine Luft drin. Wunderbar. Das könnt ihr ruhig ganz zurücklassen, weil die sollen ja stramm gefüllt sein. Das soll ja nicht nachlaufen. Kann man so kurz mit dem Finger mal dran fahren, dann merkt man das schon. Aha, es braucht ein bisschen mehr oder weniger, also so ist jetzt ganz gut. Wunderbar. Der Rest, was dann übrig bleibt, das mache ich dann noch in normale Bratwurststärmeln. Wir haben ganz sauber gearbeitet heute. Gucken wir mal, ob das eine schöne Paprikasalami gibt. Das lasse ich meistens drin. Die Reste, das drehe ich dann mal so ab. Seht ihr? Also hier diese Reste lasse ich drin. Nach 2 Wochen kann man da auch mal schon mal ein bisschen probieren. Ein bisschen die Luft rausstechen, hauptsächlich hier rund und oben. Das setze ich immer gerne die Luft rein. Und halt überall ein bisschen durchlöchern. Also ich mache das mal so zur Sicherheit. Sogar diese jetzt mit Hand gefüllt, ist sehr gut gefüllt, das sehe ich schon. So. Die habe ich schon gestippt, die 2. Vor allem schön mit kaltem Wasser abwaschen. So, jetzt kommt es zur Reifung. Das wird ungefähr 4 Wochen dauern, bis wir dann mal
vielleicht mal schon mal gucken kann. Normalerweise ab 50 Tage. Die werden jetzt gereift. Ja, hier haben wir jetzt 23 Grad, das ist ideal. Es kann auch 24 haben. Und dann können die mal schon bis morgen umröten. Die hänge ich jetzt einfach hier ein bisschen auf. Und morgen zeige ich ja schon mal das Umrötungsergebnis. Und dann geht es weiter mit der Reifung. So, ich probiere ja jedes Mal immer ein bisschen was anderes aus. Jetzt habe ich mal hier eine Box geholt, Wasser reingemacht. Das ist jetzt ganz, ganz wenig drin, ein paar Millimeter. Und auf die Muschelschale lege ich jetzt meine Salamis rein. Soll jetzt allerdings nicht aneinander liegen. Legen wir da hin. So, da kriegen die schon mal ihre Luftfeuchtigkeit. Sobald der Deckel drauf ist, bekommt ihr eure Luftfeuchtigkeit. Da könnt ihr mal nachmessen, das geht über 90%. Und es braucht die Wurst anfangs. Später wird die Luftfeuchtigkeit nach unten gefahren, auf 85% ungefähr. So, darum sollte das dann durchgehend liegen. So sehen sie jetzt nun aus, nach genau 2 Tagen bei 20 Grad gereift. Also die sehen richtig, richtig klasse aus. Meine Frau hat gesagt, geh mal runter in den Keller und guck mal, wie die schon super aussehen. Die beobachtet das ja immer alles. Also die sind wirklich diesmal perfekt. Also besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Natürlich sind sie jetzt noch ziemlich weich. Sind ja jetzt 2 Tage alt und müssen halt bis zu 50 Tage gereift werden. Aber ich denke mal, nach 4 Wochen kann ich die schon mal anschneide und euch das Ergebnis zeige. Noch kurz zur Reifetemperatur. Ich habe ungefähr 19, 20 Grad im Heizraum bei mir. Mehr gibt es nicht. 23 Grad wäre mir lieber. Habe ich aber nicht. Ich muss halt so machen, so wie ich es habe. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Und es funktioniert gut. Ich habe eine Wasserflasche mit ganz normalem Kranewasser und du die so oft wie ich da unten bin durch die befeuchte. Wir haben da noch eine Dusche dabei, da wird 3-mal am Tag geduscht und das gibt dir dann auch noch ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Ja, und so oft halt wie ich runterkomme oder einer runterkommt, nimmt er die Flasche und sprüht die ein. Mehr wird ja gar nicht gemacht. Die vorderste. Die alles sind jetzt vom erste vom Video. Schaut mal, wie klasse die aussieht. Wenn die große auch noch so werde. Eine habe ich mal schon ein bisschen probiert, also lecker. So, dann habe ich mir noch so Schüsselchen mit drin, mit ein bisschen Wasser. Also das sind jetzt schon fertige Salamis. Schaut sie euch mal an, wie toll die geworden sind. Ich lasse da oben immer so ein bisschen Würstchen dran, da kann man da immer mal so ein Stück abschneiden und probieren. Deswegen lasse ich das immer so dran. Schaut euch an, ist wunderbar geworden. Sehr, sehr fest. Wir dürfen jetzt eigentlich nicht mehr viel fester werden. Na, so sieht's aus. Und dann schneide ich mal ein bisschen was runter, dass man auch mal sieht, wie das aussieht. Also das habt ihr ja gesehen, die sind mit der Maschine gekuttert. So lecker sehen sie aus. Schaut es euch an. Das Schnittbild ist nicht so gut. Schaut es euch an. Wunderbar. Ja, und schmecken tut es auch sehr gut. Ich habe das schon probiert. Also wunderbar. Also schneide jetzt diese doch noch mal an. Und dass ihr das auch seht, dass die gut geworden ist. So, das machen wir mal weg. Und dann schneiden wir mal hier was runter. Also ich würde sagen, ist ganz gut. Hat zwei, drei Luftlöcher, aber
Wir haben ja kein professioneller Wurstfüller. Also so sieht es aus. Ich finde, sie sieht super aus. Sie schmeckt gut. Und was will man mehr? Wunderbar. Schön nach Paprika. Schön scharf. Ein bisschen salzig. Aber nicht zu viel. Einfach perfekt. Wie toll die geworden sind. Im Rinderkranzdarm, das ist eigentlich mein Lieblingsdarm. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich sag da mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.